Hallöchen und herzlich willkommen zu einem Part von Mario Kart Wii Online. Ein bisschen euphorischer bitte. Jetzt hat er nicht arg. Doch, hat er. Hä? Den Start habe ich jetzt gerade nicht kapiert. Normalerweise vibriert er ein bisschen. Nein, nein! Mist. Normalerweise vibriert er ein bisschen, diesmal nicht. Haha, das ist verdient. Und oh, ich wäre so gern mal abgebogen und so. Egal. Um den zu treffen, meine ich. So. Ich bin immer noch mit Baby Luigi, ich glaube. Also ich nehme das gleich im Anschluss auf vom letzten Part und ich schätze mal auch, beide kommen heute sozusagen. Also, hä, was passiert? Manchmal glitscht hier alles durcheinander und so, weil irgendwelche Internetverbindungen nicht stehen oder so und nicht alles zeitgleich passiert und komisch. Naja. So, also ich muss sagen, kleine Charaktere, also leichte Charaktere, gefallen mir eigentlich ganz gut. Aber die, also der Nachteil ist halt logischerweise, weil sie so klein sind, lassen sie sich gerne rumschubsen. Das ist dann ein bisschen nervig und sehr, es kann sehr aufwühlend und wütend machen. Ja. Aber das ist ja wohl offensichtlich und klar und darauf muss man sich einfach einlassen, wenn man sich auf so einen Charakter einlässt. Irgendwie logisch, aber naja. So. Zack. 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 Und zack. Und zack. So. Ich muss mal diesen Shortcut hier üben, weil der ist cool. Und ich krieg den hin, ja. Aber nicht immer. Und ich achte auch nie, ob wir 100 CCM oder 150 fahren. Aber das ist mir eigentlich voll egal. Also jetzt ist es mir sowieso egal, weil ich sowieso keine Shortcuts wirklich benutze oder so. Deswegen, wieso sind denn die Leute so schlecht? Naja. Wieso sind die so schlecht? Ein paar sind rausgegangen vom letzten Raum, vom letzten Part sozusagen. Aber es ist ganz cool, wenn ich das wirklich im Anschluss so, das ist, wenn ich beide gleichzeitig hochlade sozusagen. Also nicht gleichzeitig, sondern nacheinander natürlich. Dann habt ihr so einen Riesenpart in zwei Teilen, sozusagen. Was im Prinzip auch gleich ein großer Part sein könnte, aber nö. Warum sollte man das tun? Je mehr, desto besser. Nein, es gibt... Wieso halte ich eigentlich die ganze Zeit bei drei Bananen fest? Man muss das ja gar nicht. Die halten sich von alleine. Aber es ist wohl eine Gewohnheit. Ja. So. Oh, das ist schon das letzte Rennen. Das letzte Rennen. Was Rennen? Das letzte Lab. Wie heißt das? Wie heißt das Wort? Nicht Rennen, sondern. Ich weiß es nicht. Runde, da steht's doch. Ich bin so dumm. Oh Mann. Ich bin so schlau, ey. Da steht's doch sogar. So fett Runde. Und ich raff's nicht. Naja. Von mir aus. Okay, wir haben wieder Punkte ein bisschen dazu bekommen. Und ich freue mich darüber. Nächstes Rennen. Yo. Keine Idee, was ich sagen soll. Hilfe. Mein Hirn ist gerade komplett matsch, glaube ich. Dabei habe ich heute nicht mal einen Energy Drink getrunken. Ach ja, wir sind wieder mehrere im Raum. Okay, ich bin heute übrigens wieder näher am Mikro. Ich habe dran gedacht, sonst hätte ich wieder vergessen und so. Und es wurde mir sogar einmal Feedback gegeben, dass es sich wirklich besser anhört. Mann. Und das ist gut, finde ich gut. Danke für das Feedback. So, und ich habe auch eigentlich wieder viele Themenvorschläge bekommen, aber die sind echt sehr... sehr viel tiefgründiger eigentlich, als wenn es für Mario Kart verschwendet werden soll, sozusagen. Also das ist so ein bisschen... Naja. Ich muss mir noch überlegen, wie ich das hier vielleicht einbringen kann oder ob ich das vielleicht anders behandle. Wobei ich ja auch für Themenvideos und so immer zu faul bin. Genau, im letzten Part habe ich ja über Faulheit und Lustlosigkeit vor allem geredet. Und das trifft auch auf die Themenvideos zu. Ich habe ja schon erwähnt irgendwann mal, dass mir das System meiner eigenen Themenvideos nicht ganz gefällt. Und das ist irgendwie auch das Problem. Ich bin über ihn gesprungen. Ich habe halt keine Lust, etwas zu machen, was mir nicht gefällt, was logisch ist. Aber dadurch, ja, ich weiß halt nicht, wie ich das anders machen soll. Und dadurch kommt halt gar nichts. Das ist auch logisch, aber naja. Ja. Ich bin logisch. Ich bin die logischste Person der Welt. So, eben gerade hatte ich auch noch eine Idee, was ich so sagen könnte heute, jetzt gerade. Und was...
Du Arschgesicht. Du Arschgesicht. Okay. So, übrigens, ne, hier in dieser Strecke sind ja diese Piranha-Pflanzen an den Seiten. Ich kann mich erinnern, in Double Dash. In Double Dash gab's... also haben die einen auch ab und zu mal erwischt, glaube ich. Boah! Bin ich noch Erste geworden? Bin ich? Das wäre cool. Aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Zweite, okay. Ist auch okay. Wir kriegen Punkte, das ist die Hauptsache. Okay, neues Spiel, neues Glück. Seit 1000 Jahren wähle ich eine Strecke und sie kommt einfach gar nicht dran. Wieso? Ah, wenn sie dran kommt, sage ich Bescheid. Aber ihr werdet nicht erfahren, vorher nicht erfahren, was für eine Strecke ich die ganze Zeit wähle. So, ich habe gehört, diese... Ja, wenn man nicht festhängt, ist die dieser Weg etwas schneller. Ja, naja, ja, kommt hin vielleicht, weiß ich nicht. So, jetzt werde ich euch alle fertig machen, weil ihr scheiße seid. Ich glaube, ich bin gerade in einer Menschenhassphase. Nein, keine Ahnung, warum ich jetzt so fies bin. Ach ja. Nein, nein. Arschloch, Arschloch, hau ab. Oh Mann. So. Ich mag lieber hier die enge Kurve zu wählen, zu nehmen. Mann. Ja, jetzt fährst du in die Mitte und willst mich treffen, du Asi. Okay, so geht's auch. Die sind heute echt richtig asozial hier, Mann. Also die spielen richtig. Das ist ja vielleicht sogar sinnvoll, aber es nervt mich, weil es einfach so verletzend ist. So, jetzt habe ich keinen Bock da. Boah. Links lang zu fahren, Mann. Okay. Warm. Ja, ich kann Leute sowieso nicht schubsen, wenn ich klein bin. Und ich bin ja auch leicht. Also doppelt gemoppelt schlecht. Blaue Panzer, oder? Ja. Ich habe ihn gehört. Ach ja. Also ich schwöre, ich hatte irgendwie ein Thema im Kopf nach der ersten Pause. Aber ich hab es total vergessen. Also, was heißt Thema? Ich habe einfach, mir ist irgendwas eingefallen, worüber ich reden könnte. Aber, naja. Hey, er hat nicht gedriftet, du. Baby Luigi, du. Du Baby Luigi, du. Oh, oh. Okay, das ist nochmal gut gegangen. Ich hoffe, ihr hört nicht, wie meine, also ich spiele ja mit, ich mache immer dieses Mjamjamjam. Ihr, Mann, was wollte ich jetzt sagen? Dieses Kabel von Wii Remote und Nunchuck. Ich hoffe, ihr hört nicht. Ich hoffe, ihr hört nicht, wie ich das die ganze Zeit gegen meinen Stuhl peitsche. Passiert ab und zu, aber selbst wenn ihr das hört, ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ich pack's mal rüber. Okay. Weil ich habe Angst, also es soll halt so frei rumschweben. Ich will es nicht irgendwo einklemmen, weil ich dann das Gefühl habe, ich bin eingeschränkter. Und irgendwie zählt das Gefühl so stark. Ja. So. Boah. Hier, ich habe öfter was von unsichtbaren Wigglern gehört, aber ich habe die noch nie gesehen. Gesehen. Oh, bin ich gut. Okay. Ich muss Mario Kart auch mal wieder mit wem anders aufnehmen. Aber im Moment will niemand. Vielleicht schaffe ich das am Wochenende. Mal Leute davon überzeugen. Das wäre ganz ja, das wäre ganz cool. Ach ja. Ich rede mal wieder nichts Sinnvolles hier. Wobei... Oh, das ist ja cool gewesen. Das ist sehr cool. Wie viele Punkte haben die Leute eigentlich? Das muss ich mir mal angucken. Weil dann weiß ich, warum ich so gut bin. Wahrscheinlich haben die alle nur 4000, 3000 oder so. Nö, boah. Boah, ich kann mit denen mithalten. Boah, ist ja cool. Oder ich bin besser geworden, das weiß niemand so genau. Leider wieder nicht das, was ich gewählt habe. So eine Strecke würde ich nie wählen. So eine langweilige von früher. Nein, okay. So eine, irgendeine Piste, sowas wähle ich nicht. Grundsätzlich nicht. Ich mag die Strecken mit irgendwelchen Themen drin. Also so wie Blätterwald oder... früher war ich sowieso immer voll suchti nach... Ja, du wolltest mich doch kicken hier. Ich war voll süchtig nach irgendwelchen, nach allen Bowsers Schlössen, Festungen. Was passiert hier? Luigi! Mann, wir sind doch irgendwie verwandt oder so. Ach, da könnte man glatt über Zeitreisen reden, ja.
Aber nee, jetzt nicht. Kein Bock. Mann, ey. Voll verkackt alles. Letzte. Ich bin ganz hinten. So ein Dreckskack. Ein Drecksau. Los, Kanone. Gib mir eine Kanone. Oder das. Naja, das geht auch. Das geht auch. Obwohl hier gleich... Oh, gleich kommt die scheiß Kurve. Ich hasse diese Kurve hier. Die hasse ich. Die hasse ich. Oh, verdammt. Boah, shit. Oh nein, du Arschgesicht. Boah. Ah ja, war klar. So mitten im Nichts. Ich hasse euch alle. Ich hasse euch. Ja, das letzte Rennen verkacke ich hier nochmal richtig. Sehr schön. Sehr schön. Da fliegt eine Röhre hoch. Einfach so. Das erinnert mich wiederum an Dicta. Weil man sich immer fragt, was ist unter der Erde? Das Pokémon Dicta und Dictri. Sowas mag ich auch nicht, weil die haben dann immer so eine... Oh. Die haben dann immer so eine spezielle Sache, wo man sich fragt, hey, wie geht das überhaupt? Oder wie sieht das aus? Oder so. Und nein, nicht in der Kurve. Boah. Ich bin Erste. Was? Bitte, bitte, nein. Du Arschgesicht. Ich hasse alle. Ich hasse sie alle. Ich hasse sie alle. Ich hasse sie alle. Alter. La 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 la. Ich hasse alles. Ich bin gerade mächtig. Ja, oh, scheiße, du Arschgesicht. Okay. Ich bin richtig wütend jetzt. Hey, genau der richtige Zeitpunkt, um Smash Bros. Zu spielen. Ja, das mache ich jetzt, glaube ich, auch. Obwohl, nein. Gut, aber für euch ist der Part zu Ende. Hey, tschüss.